Also ich wollte eigentlich nur eine neue Nickelader im Twilight Forest finden, da den Miner draufschmeißen, damit wir gleich schön weiter tüfteln können. Aber wir haben keine freigelegte Nickelader, also bin ich suchen. Nein. Und dann habe ich einmal diese komischen Beeren gefunden, die wahrscheinlich noch nicht reif sind, die da Unripe Trollbär. Oh. Jetzt sind sie plötzlich alle an. Möchte ich abbauen? Aufräumen hier. Den ganzen Drillschächten, die ich gemacht habe, ist ja doch wesentlich mehr geworden hier. Also ich kann sie nicht mit Rechtsklick ernten. Wenn ich sie abbaue, sind sie einfach nur kaputt. Den konnte ich gerade rechtsklicken und er ist ausgegangen. Irgendwas Besonderes machen? Na gut, das ist eine. Und das andere, was mich interessiert, ist, warum hier jetzt ein Obsidianwürfel ist. Da ist bestimmt was drin. Wie geht man am besten ran? Von oben, ne? Falls eine Flüssigkeit drin. Moment mal, er ist ein bisschen zu groß. Also nicht. Oh. Textur ist völlig riesig gezogen, als wenn es ein Obsidianblock wäre. Und du warst, du bist tot. Giant Obsidian. Kann ich nicht abbauen. Was für eine Abbaustufe hast du eigentlich? Oh Gott, Hamugon hat nur eine Abbaustufe von Obsidian. Da fehlen drei Stufen oder was? Von Picugon. Ah, das ist nicht gehört. Da müssen wir was machen. Ich weiß noch nicht wie. Ja, ich hatte bis vor kurzem immer eine Picke dabei. Falls wir auf was treffen, was irgendwie härter sein sollte. Aber na gut, das heißt, ich mache jetzt einen Wegpunkt. Giant Obsidian. Das holen wir dann irgendwann später ab. Schade. Oder kann man irgendwie von der Seite noch rein? Hier ist viel zu viel Viechzeug drumherum. Alles einmal ausleuchten. So, fürs nächste Mal. Oh. Jo. Adam. Alle schön markieren. Hörst du zu einer anderen Ader? Ja. Yep. Da ist wieder so einer. Glaub, der wollte uns helfen. Ich kämpfe nämlich gerade gegen die Skelette. Nicht sehr erfolgreich zugegeben, aber. Ich husche jetzt zur Base und da machen wir unser Gebastle an dem Monster. Wollte mich aber schon drauf, weil es wesentlich besser aussehen wird diesmal. Und wieder zu Hause. So. Also, ich habe. Das ist unser Electrolyzer, richtig. Hier. Ich habe keine Trashcans benutzt, sondern Draw. Weil wir den Sand vielleicht nochmal gebrauchen könnten. Für ganz viel Glas oder was auch immer. Allerdings würden die sich hier irgendwann füllen. Das heißt, wir bräuchten Void Upgrade. Für das Void Upgrade brauchen wir diese vier Dinge. Allerdings brauchen wir auch noch einen besseren Bänder, weil wir die Platten hier komprimieren müssen. Zu denen da. Da würde theoretisch eine MV-Bänder reichen. Aber ich will jetzt nicht einen MV-Bänder bauen, wenn wir gerade hier oben alles in HV neu bauen. Ich bin mir nicht sicher, ob der HV-Bänder irgendwelche Rezepte hat, die nur der HV-Bänder hat, die man nicht mit dem NV machen kann. Trotzdem baue ich den jetzt einfach.
Das heißt, wir nehmen die vier Sachen hier mit. Und basteln den Bänder. Der dann auch erstmal nur daneben gestellt wird, solange bis das Monster steht. Oh, du bist eine HV-Maschine, also bauen wir dich hier, weil hier die Ressourcen drin sind. Du brauchst, oh Gott. Ja, wer hätte es gedacht, der HV-Bänder braucht HV-Maschinen und zwei Pistons? Und zwei Pistons, also nochmal zwei Motoren. Wir brauchen neue Stangen. Hatte ich nicht von der Weile Stangen aufgehoben? Also Stainless Steel Stangen. Du hast irgendwie eine Kiste rausgeholt oder so. Egal, wir haben die Pistons, wir haben die Motoren. Was brauchst du noch? Bei Circuits. Wir haben sechs Circuits. Nimm alle raus. So. Das fehlt für den nächsten Schwung. Ein bisschen mehr Draht. Hätten wir. Und sonst halt nur die MV-Dinger. Und für die MV-Dinger fehlen Bolzen und Draht. Nö, das läuft jetzt wieder. Ja, also die Wände sind sehr praktisch. Das einzig Doofe ist halt die Circuit Assembler zu bauen. Wir brauchen halt die Robo-Arme und das ist dann, Na gut. Bau Bänder. Circuits da rein. AV-Bänder. Mittig bauen sollen. Egal, das ist alles nur temporär. Du gibst Strom. Du hast meine Range geklaut, richtig? Du, AV Crafting Station. So. Also, Strom geht bitte nach da. Void Upgrade, genau. Dense Obsidian Plates. Dense Obsidian Plates braucht 9er Setting. Tipp. Und die Platten. 90 Sekunden und das, obwohl es HV ist. Es ist ein MV-Rezept, das heißt, eigentlich würde es 180 Sekunden dauern pro Vorgang. Eieieiei. Na gut, dann bauen wir doch mal die Sachen für das Monster, während das da jetzt am Craften ist. Ich habe noch im Kopf, was so eine Intensive war, waren die zwei Advanced Distilleries. Dafür sollte ich alles haben. Advanced. Schreibe ich diesmal Distillery richtig? Ich schreibe einfach nur Dist. Advanced Distillery. M. Genau. Ja, haben wir. Sehr schön. Advanced Distillery. Dann waren das noch vier Basic Fluid Canning. Ja, Basic Fluid Canner. Das ist falsche Station, ne? Ja. Das ist LV. Du baust Hull-Casings. Habe ich schon wieder mit dem Stahl geschludert? Ja, das sieht nicht gut aus. Da rein. Also ich versuche es immer so hinzubekommen, dass in den jeweiligen Diamantkisten die Casings ein paar Mal drin sind, dann Motoren und Pistons ein paar Mal drin sind und ein paar Pumpen. Der ganze andere Kram, also gerade Roboterarme und so, auf Vorrat zu craften, so weit sind wir noch nicht. Aber die anderen Sachen, das geht schon einigermaßen gut. Gerade hier reichen eigentlich, wenn noch sechs drin sind. Dann können die auch genutzt werden für die Conveyor und für die Pistons. Überschuss halt hier rein. Also hier ist schon wieder zu wenig drin, aber wir haben ja auch gerade, ne, gecraftet. So. Kannst einen herstellen. Warum kannst du nur einen herstellen? Woran hapert's? An den Pumpen, hm? Ja, es ist nur eine Pumpe da und die wird auf Screens gezogen. Okay, was brauchst du noch für drei weitere Pumpen? Eins, zwei, drei. Du brauchst bald Ringe. Das sollten wir uns merken.
Zwei ist besser als eins. Gebe ich zu. Wir brauchen aber vier. Die Hull-Casings, okay. Was mit Stahlplatten? Hat irgendjemand Stahlplatten über? Alte Maschinen. Dark Steel Plate. Ja, ich weiß nicht, ob wir die noch jemals brauchen werden. Sollte ich eventuell wieder einschmelzen. Na gut, gib mir ein bisschen was von unserem letzten Star. Oh, wir haben jetzt ja einen Bänder. Der ist ausgelasteter. Ja, der ist ausgelastet. Ich mache mir dicken Sorgen um den Treibstoff. Gib dem mal lieber hier noch was extra. Bei so langen Vorgängen habe ich immer gerne Puffer. Nicht, dass es irgendwann ausgeht und das Ganze wieder von vorne anfangen muss. Also, hier unten ist kein MV-Bänder, sonst hätten wir das Rezept hier gemacht. Wir müssen zu dem ganz alten. Hey, ganz alter. Ein Textil-Ingots für dich. Können wir hier unten währenddessen was machen? Zentrifugierter Jasper. Das kann alles in den Ore-Washer. Oh, die Kiste ist voll. Ja, okay, die Kiste jetzt aussortieren ist nicht unbedingt das Interessanteste. Du bist schon fertig, du kannst in die Kiste. So, und das kann da raus. Back. Das ist gleich alles nachgerückt, ne? Ah, na gut. Lassen wir so Draht. Draht muss eigentlich durchgehend hergestellt werden. Genauso wie Rubber. Aber anscheinend habe ich gerade nichts mehr von der Farm geholt. Die Sticky Resin Felder. Es sind drei Felder. Jeweils 5x5? Ja, drei Felder 5x5. Aber es kommt nicht so super viel raus, weil die noch nicht hochgezüchtet sind. Also ein halber Stack vielleicht. Das hält nicht so super lange. Wir müssten bei Zeit mit einer Farmfolge machen, wo wir uns mal die Auto-Harvester und sowas angucken. Das klingt nämlich wesentlich angenehmer. Also selbst wenn die super langsam arbeiten, sie arbeiten halt durchgehend und nicht wie ich alle, keine Ahnung, 15 Stunden oder was, gucke ich da einmal hin, ernte und dann ist gut. Also, die Platten sollten reichen für ich. 4 Stück. 1, 2, 3, 4. Oh ja, sehr gut. Also, wir haben Advanced Distillery, Basic Fluid Canner. Wir brauchen jetzt noch Chemical Plant. Chemical Reactor. Ich glaube, zwei. Ist ja nicht so, dass wir unten eine Checkliste liegen haben, ne? Aber ich spiele immer ganz gerne mit meinem Erinnerungsvermögen. Ich glaube, zwei. Tinrotor. Tinrotor ist hier für die Pumpen. Da borgen wir uns mal. 8 ist eine gute Zahl. Rest kann wieder rein. Basic Chemical Reactor. 2 Stück. So. Dann brauchen wir ganz viele Rohre. Die habe ich hier schon reingepackt. Ja, Rohre. Stromkabel, andere Stromkabel. Wir bräuchten für die Advanced Distillery jeweils ein Advanced Combustion Generator. Wobei ich mir die Rezepte nochmal sicherheitshalber angucken sollte. Heavy Oil. So, Heavy Oil Distillery. Zu Sulfuric Heavy ist 20. Was? Oh ne, ist 72 und der Generator produziert mehr. Dann müsste 128 produzieren, ne? Weil MV? Hat einer von euch MV? Advanced, ja. Hey du, wie viel produzierst du? Okay, wir müssen es anders machen. Voltage Out, 128 MV, ja. Oh, nicht Z drücken. Geh.
Ja, das steht da nicht bei. Also 128. Und das Rezept verbrauchte 73. Ja, da sind nur 50 rum über, ne? Das reicht nicht, um einen zweiten davon zu betreiben. Wir haben einen leichten Delay. Also zwei würden reichen, um drei zu betreiben, denke ich. Aber das hilft jetzt hier nicht wirklich. Ne, müssen wir noch einen von bauen. Und die Basic Flugkenner. Die Basic Flugkenner werden nicht viel brauchen. Wenn die eine Dose aufmachen, das ja, ein EU-Protek. Da können die sich das teilen. Mit einem Basic Combustion Generator. Habe ich gerade so viele Maschinen als hergestellt? Und es sollten jetzt die restlichen Platten fertig sein. Hm? Dankeschön. Du bist am Arbeiten, ne? Nein. Oh, Stahl. Die Buis müssen zersägt werden. Du brauchst... Oh, wir haben bald kein Silicon Solar Grade La mehr. Da waren wir Buis. Bui. Die werfen wir auch gleich rein, um da Waiver draus zu machen. Aber das für später. Also, wir haben jetzt Stahlplatten für die Casings. Den restlichen Stahl schmeiße ich komplett wieder da rein für noch mehr Casings. So. Du nimm... Drei Stück drin. Reicht das für dich? Du brauchst noch Pistons. Oh, auch jeweils Platten. Aber sieht okay aus. Basic Combustion. So. Wir haben Basic Combustion für den Kleinkram. Oh, wobei, die Chemical Reactor. Das Entschwefeln braucht doch bestimmt wieder viel Strom, richtig? Ja. Okay. Die Chemical Reactor brauchen jeweils einen und die brauchen alle zusammen einen. Also brauchen noch zwei Basic Combustion Generator. Wir haben keine großen Zahnräder mehr. Wir brauchen noch drei Motoren und vier Zahnräder. Eins, zwei, drei. Das ist okay. Die Zahnräder müssen wir jetzt wieder unten machen. Wir haben keine Stahlbarren. Oder kaum noch Stahlbarren. Mit... Hier bist noch drin, ne? Ja. Oh, davon drei Stück. Ja, die alte Basis wird immer leerer. Ja, wobei, die Sachen bleiben hier alle da. Musst du noch anfangen, wieder diese Dinge da aufzustellen? Out of order. Weil das ja eher Bauarbeiten-Sachen sind. Aber irgendwas in der Richtung aufstellen wäre noch ganz nett. Und den hier vielleicht irgendwie den Treibstoff rausnehmen, dass sie nicht durchgehen, funkeln, dass wirklich alles still steht und nicht arbeitet. Dann die Lichter nach und nach ausknipsen, so im halbdüsteren, und nur ab und an hier runter in den Keller kommt mit einer Fackel in der Hand, die alten Maschinen in den Schatten sieht, Erinnerungen in einen aufschwelgen. Ja. Was? So. Wir sollten jetzt ja fertig sein. Oh. Ah, hat noch was zum Kauen. Aber die reichen
uns jetzt erstmal. Sind wir irgendwo Eisen? Ja. Wenn wir Stallprobleme haben, sollte ich wenigstens nebenbei ein bisschen daran arbeiten, dass behoben werden. Also schön Wrought Iron produzieren, Wrought Iron da reinschmeißen und den Dust hier rein mit einem Elva Setting. Jo. Okay, jetzt die letzten Combustion Engines und dann können wir da unten endlich losbasteln. Warum nur einer? Weil Pisten. Pisten. Ich meine. Hier sind noch welche, ne? Ja, den Stack, den ich reingeschmissen habe. So. Nun nehmen wir erstmal die Stainless Steel Platten. Dass wir mehr Stainless Steel haben als stinknormalen Stahl, ne? Und deswegen muss der zweite EBF dann hier oben aufgebaut werden, der einfach nur durchgehend Stahl und Alu produziert. So, du nimm. Pisten. Nimm. Bau. Combustion. Dankeschön. Okay, jetzt der angenehme Teil. Warte. Vergesst das alles sonst. Oh. Wir müssen zu unserem HV-Bender. Er sollte jetzt hier inzwischen die Sachen da haben. Richtig, damit können wir jetzt die Void-Teile bauen. Zwei Stück. Die klatschen wir jetzt rein. Aber rechtsklicken, ne? Oh, ja, hat ein kleines Symbol oben. Das sorgt jetzt dafür, dass wenn dieser Drawer einmal komplett voll ist, also die 64 Stacks drin sind, alles was da noch reingeht, und es darf immer noch was rein, alles was dann drüber ist, wird gevoidet. Also genau perfekt für die Situation. Das heißt, wir hätten den Puffer von 128 Stacks Sand für was auch immer später, das dann jederzeit hier abgeholt werden kann. Gut. Geplant ist, dass hier in Zukunft eventuell, ich habe leider keine Blöcke zum Planen, dass hier eventuell noch eine Zentrifuge hinkommt und noch ein Generator dafür. Das heißt, den Platz sollten wir mit einsparen. Ab hier könnten wir was machen. Sieht ein bisschen eng aus, aber wir gehen hier auch in die Breite. Wir nehmen jetzt erstmal unser gutes Öl, das da gleich rauskommt, wenn wir es richtig einstellen. So, Abstand für dich. Ab hier können wir arbeiten. So, das Ganze wird jetzt zweimal verarbeitet. Identisch. Also wird abgespalten. Eins ist heavy, eins ist light. Was können wir denn schön spiegeln? Das heißt, auf die eine Seite kommt eine Distillery und auf die andere Seite kommt eine Distillery. Und die bekommen dann jeweils, weil es ja Advanced Distilleries sind, die... Ich habe den zweiten Advanced Combustion Generator gar nicht gebaut. Ich war gerade so schön im Redefluss. Komm schon. Advanced Combustion braucht Casing. Casing. Und eine Piste oder was fehlt dir da gerade? Dump, dump. So. Aber so, als wenn das Ganze gar nicht passiert wäre. Also eine Distillery links für Heavy, eine rechts für Light Fuel. Die kriegen jeweils einen Advanced Combustion Generator, weil sie ja MV sind. Jetzt zeigt auch bitte genau auf die rauf. Und die werden befeuert von dem Öl, das da rauskommt. Heißt einmal für dich, einmal für dich. Und so könnten die jetzt schon anfangen zu laufen, sobald wir das Ding da auf Output stellen.
Hat schon 876 Buckets drin. Oh oh, muss aufstehen. Wir tun auch mal so, als wenn das nicht passiert wäre. Ja, die letzte Folge war viel zu spät aufgenommen. Ah, entsprechend müde war ich auch. Und diese Folge ist zu früh aufgenommen. Spiele ein wenig viel Gregtech gerade. So. Genau, dich müssten wir auf Auto-Output stellen. Dann kriegen die hier... Oh, die laufen nicht mit. Die laufen natürlich nicht mit dem Zeug. Wir hätten Advanced Semi blub 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 machen müssen. Also wir können es abändern, indem wir dann später das Diesel da zurücklaufen lassen. Das wäre auch effektiver, theoretisch. Geht mir trotzdem nicht so ganz. Na gut, planen wir die nächsten Schritte. Also, du kriegst das Heavy Oil. Und das machst du jetzt. Heavy Oil. Mit einem Einer-Setting macht der eine das zu Heavy. So, du bist jetzt mal Heavy. Wenn du Strom hättest. Und der andere... macht es zu light mit einem Zweier-Setting. Wir werden übrigens zu wenig Light-Fuel haben. Da müssen wir mal gucken, wie wir mit umgehen. Voiden würde ich da ungern was. Ja, das schauen wir dann. So, du also zwei. Wenn du Strom hättest. Dann kommt da jetzt Sulfuric Heavy Fuel raus. Sulfuric Heavy Fuel geht weiter zu dem Chemical Reactor. Der Chemical Reactor braucht jetzt gleich Wasserstoff. Ja. Wasserstoff, zwei Zellen mit einem Vierer-Setting. Heißt, Chemical Reactor. Erstmal, du kriegst einen Output. Nach unten. Beide nach unten. Können die Chemical Reactor nämlich da drunter. Das wird hier eng, oder? Ja, nee, mach's nicht nach unten. Mach's zur Seite. So, Chemical Reactor kommt da direkt ran. Dran, direkt dran. Brauchst dann auch Fluid Auto Output nach da. Fluid Auto Output nach da. Okay. Das haben wir. Wir sind jetzt bei dem Schritt. Es ist Vierer Setting für beide. Auch wenn das Light Fuel wäre. Heavy Fuel. Light Fuel. Ist auch Vierer Setting. Ja, das ist identisch sonst mit den Zellen und so weiter. Okay. Das heißt, du gehst auch auf 4. Du gehst auf 4. Und die geben jetzt... Also, du machst Sulfuric, du machst Sulfuric raus. Es kommt jetzt das Light Fuel. Oh, wichtige Sache, die ich nicht vergessen durfte, die auf der Checkliste steht. Dass wir das so machen, dass am Ende die Light-Fuel-Zellen rauskommen und die Heavy-Fuel-Zellen rauskommen. Das wäre also der Schritt hier. Das geht also nur, wenn du das Ganze in Zellenform bekommst. Wir können das nicht in Zellenform ausspucken, ne? Ja, dann brauchen wir entweder hier zwischen einen Kenner.
Oder am Ende dazwischen, Kenner. Ich mach's lieber am Ende. Ja. Ja, okay, schade. Ich dachte, das geht ein bisschen besser auf. Aber deswegen freut man sich ja wahrscheinlich später, wenn man die Multiblöcke hat, wo man nicht mit den ganzen Dosen da arbeiten muss. Ja, also Vierer-Setting. Es kommt jetzt Heavy Fuel raus. Heavy Fuel müsste gecannt werden. Machen wir dich. Erstmal hätte ich gerne dein Gesicht an der Seite. So. Und dann dein Output nach vorne. Das ist jetzt Heavy Fuel, Light Fuel. Und ihr kommt. Die brauchen auch Strom. Also er hier braucht MV-Strom, von hinten bekommt er das und du brauchst leichten Strom von. Ah, das ist kein leichter Strom. So. Das heißt, wir können dann später einfach hier den Treibstoff langlaufen lassen. Advanced Combustion, Basic Combustion. Sieht abgefahren aus, das Ding. Aber wesentlich sauberer als das Monster, oder? Ja. Gut. Genau, also da kommt jetzt Heavy Fuel raus, Light Fuel raus. Das muss in zwei Kenner rein. Und die Kenner führen dann zu einem Mixer. Den Mixer habe ich noch gar nicht gebaut. Das bräuchten wir auch noch. Raus, raus. Das ist jetzt bisher nicht wirklich gut erweiterbar, muss ich gestehen. Aber ich denke, der Output sollte vorerst reichen. Ich mach trotzdem mal. Wir haben ja noch ein bisschen Platz hier. Ich mache einen kleinen bisschen Abstand da rein. Kenner Nummer 1. Kenner Nummer 2. Die kommen die Flüssigkeit. Oh, das Gesicht darf nicht an der Seite sein. Da müssen ja noch die Sulfid-Dinger hin. Können wir das Gesicht da unten machen? Nee, das Gesicht nicht. Den Ausgang. Gesicht kannst du im Generator zeigen. Okay. Sicht zum Generator. Also ich hoffe, dass es funktioniert. Schauen wir mal. So, hier kommt der Advanced Mixer hin. Wir brauchen jetzt noch, wen ich kenne, oder? Ja, ich habe so wenig Kenner. Wir brauchen noch ein Kenner. Da dran. Der Schritt war okay. Genau, hier ist der Kenner mit dem Hin und Her. Wir brauchen dann auch noch vier Conveyor Belts. Oh Gott, nein, wir brauchen. Oh, das Hydrogen vergessen. Das muss weg. Weg. Ja, damit. Wir haben es auf der anderen Seite gebaut. Also, wir müssen Hydrogen hier noch hier hinbringen zu dem Chemical Reactor. Das heißt, wir kriegen jetzt oben rum oder so Hydrogen. Ich weiß nicht, ob das wir direkt von hier machen wollen. Eigentlich müsste es einmal komplett außen rum laufen, aber da ist mir nicht wirklich wohl bei. Sehr viel Stahl. Oh. So. Hab doch genug kennen. Ja, also das müsste einmal komplett rumlaufen. Und dann jeweils in den da rein. Und den da rein. Aber als Zelle, richtig? Das Ganze sollte so laufen, dass ich auch sehe, wo was drin ist. Ich schmeiß mal diese Zelle da.
paar für dich. Für dich. Das Geräusch kennen wir doch. Und ich muss bald Neues holen. Theoretisch könnten wir es hier auch gleich abzapfen, wenn alles gut läuft. So. Hier ist Sulfuric Heavy Fuel. Wie es sein sollte. Das Sulfuric Heavy Fuel kann nicht verbrannt werden, nein. Und das, was danach rauskommt, das Heavy Fuel, können wir in dem Diesel, glaube ich, auch nicht verbrennen. Oder? In dem Combustion Generator? Bin mir gar nicht sicher. So, und hier drüben haben wir Sulfuric Light Fuel. Gut, so weit, so schön. Gucken wir jetzt mal ein paar Zellen an Hydrogen. Und das jonglieren wir dann von Hand. Das Ganze da auch nicht ne, zu sehen mit den Flüssigkeiten. Also, theopraktisch läuft das jetzt einmal außen rum. Kommt hier hin, müsste dann in Form von Zellen hier reingeworfen werden. Das heißt, wir haben hier irgendein Gewulst. Mit Itemfiltern, dass die Zellen richtig hin und her gehen. Ja. Da werden die hier dann helfen. Dann würden wir sagen, du hast jetzt einen Eingang und einen Filter nur leere Zellen, nur Hydrogen-Zellen bei dem Kenner, der das Hydrogen macht. Ja, ich weiß noch nicht genau, wo er hinkommt. Müssen wir dann schauen. Können wir einfach. Das Ganze kann sehr kompakt dann eigentlich sein, glaube ich. Also sowas ginge schon fast. Dann hättest du einen Eingang, aber nur für eine Farbe. Ne, du hättest den Eingang für die Sulfidzelle. Das Sulfid wird dann von hier aus weggebracht. Und du hättest den Eingang für leere Zellen und hier ist der Anschluss für Hydrogen. Die brauchen auch beide Strom. Das kriegen die aber ruhig aus einer Quelle. Wo da? So. Also eigentlich können wir den können wir den irgendwo mittig bauen? Ja, können wir den irgendwo mittig bauen und seinen Strom dann verteilen? Weiß noch nicht, wo Platz ist. Das müssen wir später machen. Weil so viel später ist gar nicht mehr, weil wir ja die Sachen jetzt langsam anschließen müssen. Ich denke, ich stelle erstmal jetzt ganz viele Small Steel Fluid Pipes her. Wie viel kommt da überhaupt durch? 1600 pro Tick, das ist okay. Ja, ich mache jetzt mal trotzdem ganz viele Stahl Fluid Pipes und mehr Stahl. Und bringe das Wasserstoff einmal komplett rum. Und dann basteln wir hier gleich weiter.